Liebe Freunde und Interessenten, die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat nun beim Bayerischen Verfassungsgericht eine Klage auf den ihr zustehenden Sitz im parlamentarischen Kontrollgremium eingereicht. Dies möchte ich als Fraktionsvorsitzender und Rechtsanwalt der Öffentlichkeit bekannt machen und auch kurz begründen. Die herrschenden Parteien haben es mal wieder geschafft, die deutsche und insbesondere die bayerische Demokratie zu beschädigen und international lächerlich zu machen. Wie wollen Bayern und Deutschland sich weltweit für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, wenn man zu Hause die ungeliebte Opposition mit dem regierungseigenen Inlandsgeheimdienst bekämpft und nicht einmal willens ist, die absolut notwendigen Grundlagen einer Demokratie einzuhalten? Wir von der AfD werden jedenfalls im Rahmen des rechtlich Möglichen alles dafür tun, dass im Freistaat Bayern die Demokratie herrscht, welche uns von der Bayerischen Verfassung auch versprochen wird. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist das zentrale Organ zur Kontrolle des sogenannten Verfassungsschutzes, der doch nichts anderes ist als ein Inlandsgeheimdienst. Der AfD wird in Bayern das verfassungsrechtlich verbürgte Recht verwehrt, sich an der Kontrolle dieses Inlandsgeheimdienstes zu beteiligen. Und da fragen wir uns natürlich, was versucht die Regierung hier möglicherweise zu verheimlichen? Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, ja sogar in ganz Europa, mit Ausnahme vielleicht von Russland und der Türkei, welches den Inlandsgeheimdienst zur politischen Überwachung der eigenen Opposition im Lande einsetzt. Insbesondere unter diesem Licht ist es für die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ein großes Armutszeugnis, dass gerade die AfD als starke demokratische Oppositionskraft von der Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes ausgeschlossen wird. Eine rechtliche Basis ist hierfür natürlich nicht erkennbar und besteht nach unserer Auffassung nicht. Ganz im Gegenteil. Die gesamte bis jetzt ergangene Rechtsprechung zu diesem Thema stützt die Auffassung der AfD, nämlich dass ihr ein Platz in den jeweiligen Kontrollgremien zusteht, der auch rechtlich durchsetzbar ist. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat schon vor langer Zeit entschieden, dass das Prinzip der Spiegelbildlichkeit auch in den parlamentarischen Kontrollorganen gelten muss. Das bedeutet, dass das parlamentarische Kontrollgremium spiegelbildlich so aufgebaut sein muss wie der Bayerische Landtag. Und zuletzt hat auch das Thüringische Verfassungsgericht entschieden, dass der dortige rechtswidrige Ausschluss der AfD vom parlamentarischen Kontrollgremium dieses Gremium in seiner Gänze handlungsunfähig gemacht hat. Doch den Regierenden ist die Verfassung offensichtlich egal. Im Plenum des Bayerischen Landtags führte der Abgeordnete der Regierungsfraktion Tobias Reis sogar unverfroren aus, dass er der Meinung sei, dass das thüringische Urteil für Bayern keinerlei Bedeutung habe. Offensichtlich ist die Union der Meinung, dass die demokratischen Grundsätze in Bayern weniger schützenswert sind als im Rest von Deutschland. Die CSU betrachtet Bayern wahrscheinlich als ihr Privateigentum, was sich auch an ihrer Demokratieverachtung und Selbstbedienungsmentalität zeigt, die wir zum Beispiel nun auch in den erheblichen Maskenskandalen mit Selbstbereicherung erlebt haben. Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag sah sich aufgrund der selbstherrlichen Demokratiefeindlichkeit der Regierungsparteien und ihrer grün-roten Brüder im Geiste gezwungen, die Sache vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof klären zu lassen. Und wir sind auch sehr zuversichtlich, den Streit am Ende zu gewinnen. Vielen Dank, liebe Freunde, fürs Zuschauen und einen schönen Tag.